Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen der Linken! Ich frage mich manchmal schon, in welcher Welt Sie leben. Es ist nicht wirklich meine Welt und es ist auch nicht die Lebenswirklichkeit und Realität, in der ich unterwegs bin. Ich bin ja oft in den Jobcentern vor Ort, selbstverständlich. Mit den Mitarbeitern treffe ich mich im geschlossenen Raum, ohne Öffentlichkeit und ohne Presse. Und das, was Sie da erfahren, das ist das, was wirklich vor Ort los ist. Der Arbeitsvermittler wird mehr und mehr zum Sozialarbeiter, weil wir natürlich Menschen unter den Kunden haben, Langzeitarbeitslose haben, die einen hohen, unglaublich hohen Betreuungsbedarf haben. Und auf meine Frage, wer von diesen Menschen, und wir wissen alle, wie schwer es ist, sie in Arbeit zu bringen, wir arbeiten ja seit vielen Jahren daran, und auf meine Frage, wie viel von dieser Gruppe tatsächlich auch eigenständig, aktiv nach einer Arbeit sucht, lautete die Antwort leider nur 10%. Und nicht nur das ist ein Argument, warum wir auch Sanktionen brauchen. Wir haben es in diesem Beschäftigtenbereich, im Bereich der Arbeitsagenturen, der Jobcenter, mehr und mehr auch mit Gewalt zu tun. Wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. Und man hat sich in meinem Wahlkreis, in dem ich unterwegs bin, nur davon kann ich ja immer auch sprechen hier als Abgeordnete, dazu entschieden, eine härtere Gangart an den Tag zu legen. Und die Sanktionsquote ist bei mir eben nicht nur 3%, wie wir sie in diesen schönen Studien überall nachlesen können. Nein, sie liegt bei uns im SGB-II-Bereich bei 10 bis 15%. Und im SGB-III-Bereich ist sie sogar noch höher, weil wir offensichtlich in unserer Gesellschaft mitunter die Annahme haben, naja, ich kann mich jetzt mal ein bisschen zur Ruhe setzen. Aber das ist eine fatale Entwicklung, wenn man daran interessiert ist, dass die Menschen in Arbeit kommen, dass sie auch für eine gute Altersvorsorge beispielsweise vorsorgen, dann kommt es eben genau darauf an, wieder schnell in den Job zu kommen und sich eben nicht auszuruhen. Und ich möchte noch etwas sagen. Niemand muss heute mehr arbeitslos sein. Wenn Sie eine qualifizierte Fachkraft sind, dann bekommen Sie von der Arbeitsagentur innerhalb einer Woche, ich gucke noch auf meinen Zettel, 60 bis 80 Vermittlungsvorschläge. So ist es zumindest bei uns. Und es ist auch unrealistisch, wenn man nach 10 Jahren Arbeitslosigkeit zu seinem Vermittler sagt, ich möchte aber bitte 12 bis 14 Euro Stundenlohn haben. Das ist einfach mal unrealistisch und das funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir natürlich auch immer ehrlich sein zu den Menschen, was sie mit ihrem Verhalten letztendlich bewirken und wo tatsächlich auch die Chancen und der richtige Weg liegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sanktionen sind gerechtfertigt. Wir leben in einem Staat, in dem wir dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe folgen. Wir berufen uns auf Leistungen der Solidargemeinschaft. Das, was unsere Leistungsempfänger bekommen, wird von anderen in die Sozialkassen eingezahlt. Und unsere Aufgabe als Deutscher Bundestag ist es natürlich auch, in Deutschland eine Akzeptanz zu schaffen für diese sozialen Leistungen, dafür einzustehen, dafür einzuzahlen, jeden Monat mit seinem Gehalt. Und wenn wir das machen, was Sie wollen, dann führt das dazu, dass wir uns alle künftig an den Stammtischen wiedersehen und uns die Menschen gegenübertreten und eben kein Verständnis mehr dafür haben, für andere einzutreten, für andere auch Sozialbeiträge zu zahlen. Und noch ein Wort zu Jugendlichen. Gerade bei Jugendlichen ist es wichtig, streng zu sein. Ich weiß nicht, Frau Kipping, wie Sie Ihre Kinder erziehen, aber Konsequenzen und Sanktionen gehören nun mal dazu, gerade bei jungen Menschen. Das ist wichtig. Und es gibt für einen jungen Menschen nichts Schlimmeres, als wenn man ohne Konsequenzen aufwächst, als wenn man ein ganzes Leben lang, auch natürlich geschuldet durch familiäre Umstände, in einem Haushalt im Sozialbezug lebt. Das ist nicht gut. Und auch gerade deswegen müssen wir natürlich auch die entsprechenden Sanktionen an den Tag legen. Arbeit, meine Damen und Herren, ist natürlich auch sinnstiftend. Das sage ich immer wieder in diesem Haus. Ich bin davon fest überzeugt. Und wenn jemand eine Tätigkeit ausübt, in dem die Arbeitsbedingungen nicht optimal sind, dann gibt unser gesetzliches Regelwerk auch alle Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Es gibt also keinen Grund, Sanktionen aufzugeben. Ich bin der Auffassung, dass wir über ein sehr, sehr gutes Arbeitsvermittlungsinstrument und System in Deutschland verfügen. Was wir brauchen, ist mehr Personal in den Jobcentern, um eben auch das Missverhältnis von mehr als der Hälfte der Arbeit, die ein Mitarbeiter dort leistet, an Widerspruchsbearbeitung, ja, an Auseinandersetzung mit den Gerichten, eben das auch zu verändern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken,
Ich bin immer interessiert an einer sachlichen Auseinandersetzung mit Ihnen. Aber wer im 21. Jahrhundert, 27 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, in einem System der sozialen Marktwirtschaft noch von einem kapitalistischen Wirtschaftssystem spricht, von der Hinnahme jedweder Arbeitsbedingungen und dem Mangel an Arbeitsplätzen, dann kann ich das bei bestem Willen nicht ernst nehmen. Vielen Dank. Liebe Kollegen, es sind genügend freie Stühle hier in diesem Hohen Haus. Ich bitte Sie, sich hinzusetzen und nicht hier rumzustehen. Können wir die Kollegen vielleicht, liebe Kollegen, können Sie sich bitte hinsetzen? Es ist hier kein Stehparlament, sondern jeder hat einen Platz. Der Kollege Dr. Matthias Bartke ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.